einen schönen guten Morgen zusammen. Und in der Tat, das Thema ländliche Räume, es ist schön, dass das heute so aufgegriffen wird, ist aber auch nicht völlig neu. In der Partei wird es immer wieder diskutiert. Es wird immer wieder auch von einigen Kreis- und Ortsverbänden darüber diskutiert, dass die ländlichen Räume, dass auch die Grünen in den ländlichen Räumen strukturell an der einen oder anderen Stelle benachteiligt sind. Und Britta erinnerte mich eben völlig zu Recht daran, dass wir vor ungefähr 10 Jahren, war es, glaube ich, auch schon mal mit einigen Leuten aus der Partei, Britta war dabei, Friedrich war nach meiner Erinnerung dabei, ich selber war dabei, aber auch andere, versucht haben, einen Beschluss auf einer LDK für die ländlichen Räume hinzubekommen. Und das Faszinierende war, wir waren beide nicht sicher, ob wir es bei dem Papier belassen haben oder am Ende ein Beschluss daraus geworden ist. Ich weiß es nicht mehr und du weißt es auch nicht mehr, Britta. Aber ich denke, das hier heute ist ein guter Aufschlag dafür. Und um sozusagen eine klitzekleine Provokation noch zu machen, die nicht heißen soll, dass wir eine Schwarz-Grün-Debatte anfangen für die Bundestagswahl. Es ist sogar so, dass wir innerhalb einer Koalition mit der CDU beim letzten Mal noch 5% dazu gewonnen haben und selbst die CDU selber noch 1% dazu gewonnen hat. Das zeigt also, dass in den ländlichen Räumen tatsächlich die Uhren manchmal eine Spur anders ticken als in den großen Städten. Nun, wenn wir uns die ländlichen Räume angucken oder wenn wir sie definieren wollen, dann wäre eine mögliche Definition die des Europarates. Der hat den ländlichen Raum so definiert, dass er gesagt hat, und jetzt wird es ein bisschen spröde, ein Gebiet im Landesinneren oder an der Küste, einschließlich Dörfern und Kleinstädten, in denen der größte Teil der Fläche für folgende Zwecke genutzt wird. Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Aquakultur oder Fischerei, wirtschaftliche, kulturelle Tätigkeit der Einwohner des betreffenden Gebietes, Handwerk, produzierendes Gewerbe, Dienstleistungen, Herrichtung nicht urbaner Gebiete für Freizeit und Erholung oder Naturschutz und dann sogenannte andere Zwecke, wie zum Beispiel Wohnraum. Nun, es ist eine hinreichende Definition, wenn sie auch, wie gesagt, spröde ist, um die Politik ländlicher Räume in seiner Systematik oder in ihrer Systematik zu erläutern. Es geht um eine starke Land- und Forstwirtschaft, es geht um Handwerk, Industrie und Arbeitsplätze im Grünen und es geht um Bildung, Kultur, Information, soziale Infrastruktur und öffentliche Daseinsvorsorge und übrigens nach meiner festen Überzeugung in diesem Zusammenhang immer mehr auch um Mobilität im ländlichen Raum. Wohnen und Lebensqualität, Erhalten und Erleben des Naturerbes. Wenn wir also sehen, dass die ländlichen Räume zum Teil gut aufgestellt sind, dann sehen wir auch, wo die Grenzen sind oder wo es an einem Teil der ländlichen Räume schon erhebliche Probleme gibt. Der demografische Wandel schlägt im ländlichen Raum noch einmal an vielen Stellen ganz anders zu als in den Städten. Die ländlichen Räume, auch hier, Johannes, du hast völlig recht, ist es wichtig, von den ländlichen Räumen zu sprechen, sind vom demografischen Wandel sehr unterschiedlich belastet, also beispielsweise der Hochsauerlandkreis ganz extrem. Es gibt viele junge Menschen nach wie vor, die wegen ihrer Ausbildung oder spätestens nach der Ausbildung dann in die großen Zentren gehen, dort, wo Dienstleistungen noch anders vorhanden sind oder auch die Versorgung anders ist. Und wir erleben es im Übrigen auch im Alter, dass diejenigen, die es sich leisten können, Eigenheime, die sie vor längerer Zeit erworben haben, jetzt eher unter Preis zu verkaufen und dann in die Städte zu ziehen, also die besser verdienenden oder besser situierten Alten dann in die Kernorte ziehen. Übrigens Kernorte auch innerhalb der ländlichen Kommunen selber. Die Anforderungen an den Erhalt und an den Ausbau und den Umbau der Infrastruktur nehmen also auch im ländlichen Raum zu. Das geht bis hin zu der Frage der Breitbandversorgung und der Lebenschancengleichheit für die mobilen Dienste. Übrigens ein Thema, das will ich an dieser Stelle sagen, das deutlich macht, dass auch für das Haus von Johannes die Fragen immer wieder an Abstimmungsschwierigkeiten auch mit anderen Häusern stoßen. Dass dieses Ministerium
Breitbandversorgung im ländlichen Raum fördert, hat damit zu tun, dass aus den EU-Mitteln heraus die ländlichen Räume gefördert werden. Das ist aber eigentlich keine ursächliche Aufgabe, Breitbandversorgung im ländlichen Raum durch dieses Ministerium sicherzustellen, denn für die Sicherstellung der Breitbandversorgung im Lande ist eigentlich zuständig das Wirtschaftsministerium. Und wir erleben es gerade, das gehört auch dazu, wenn wir darüber reden, dass es einen Reibungskampf gibt, eine Fragestellung gibt, wer gibt welches Geld für welche Sachen aus. Und das wird noch ein spannender Verteilungskampf in den nächsten Wochen werden, wenn wir über die Ziel-2-Politik reden. Nun, trotzdem, es geht um weit mehr als um diese Art der Infrastruktur. Es geht um Daseinsvorsorge im medizinischen Bereich. Wir werden uns mit Fragestellungen beschäftigen müssen, ob Ärzteversorgung, ob bestimmte Fachärzteversorgung überhaupt noch in der heutigen Struktur darzustellen und zu bewältigen ist oder ob wir uns nicht möglicherweise Systemen annähern müssen, wie es sie in anderen Ländern gibt, nämlich mobilen Arzt- und Ärztinnenversorgung, Fachärzteversorgung, wo bestimmte Dienste nur noch einmal in der Woche da sind, aber in der übrigen Zeit dann wenigstens die Allgemeinmediziner da sind. Wir werden uns mit der Frage zu beschäftigen haben, ist Umbau und Rückbau vor dem Hintergrund des demografischen Wandels tatsächlich nur eine Aufgabenstellung, die es im Ruhrgebiet und in bestimmten städtischen Quartieren gibt, oder ist es nicht auch eine Fragestellung, die wir zur Stärkung der Kernorte, aber auch möglicherweise zur Reaktivierung von Naturfläche und also nicht weiterer Wohnbaunutzung im ländlichen Raum machen müssen. Wir müssen uns mit der Frage in der Tat beschäftigen, wie können wir vor dem Hintergrund des demografischen Wandels tatsächlich Mobilität noch sicherstellen in einem geschickten System von Hauptästen, in denen wir den normalen ÖPNV gewährleisten und dann Seitenästen, in denen wir eine geschickte Kombination von Rufbussen, Anrufsammeltaxen und auch ehrenamtlichen Bürgerbussen organisieren, die sich strukturell alle paar Jahre diesem Wandel, der dann weiter stattfindet, anpassen müssen. Johannes hat vorhin davon gesprochen, Lösungen werden im ländlichen Raum gefunden. Das sind sicherlich Lösungen, die da zu finden sein werden und auch gefunden werden müssen, aber die sich strukturell an verschiedenen Stellen brechen. Also, wer das machen will, muss sich damit auseinandersetzen, dass das Verkehrsverbünde teilweise nicht als Entlastung, sondern als Bedrohung empfinden und oft eher ein Hindernis bei solchen Strukturen sind, als dass sie hilfreich mit an Seite derer stehen, die sich so organisieren wollen. Und all diese Themen, die ich jetzt gerade genannt habe, sind Querschnittsthemen, die wir auch nicht alleine in unserem Haus bearbeiten können, sondern in denen wir uns immer werden auseinandersetzen müssen, auseinandersetzen jetzt in einem konstruktiven Sinne, mit anderen Häusern, die möglicherweise andere Schwerpunkte für diese Teilbereiche haben, wo wir alleine aus dem Ansatz heraus, dass wir aber die ländlichen Räume im Blick behalten wollen, überhaupt mitsprechen können. Das wird eine spannende Aufgabe werden, die auch nicht nur das Ministerium leisten kann, sondern die wir auch über die Fraktion, die wir über die politische Diskussion werden, alle zusammen leisten müssen. Nun, neben diesem weiten Feld, das eigentlich nur aus dem Titel sich ableiten lässt in der Bearbeitung, gibt es Kernkompetenzen. Gibt es Kernkompetenzen, die es in dem Haus, dem ich jetzt angehören darf, die dort bearbeitet werden. Und das ist natürlich als erstes für den ländlichen Raum eine starke Land- und Forstwirtschaft. Wenn wir über die ländlichen Räume sprechen, beschäftigen wir uns nicht selten, sondern häufig mit der Frage nach der Zukunft unserer Landwirtschaft. Auch wenn wir im Blick auf die ländlichen Regionen längst von Industrieregionen im Grünen sprechen können, bleibt die Landwirtschaft der zentrale Punkt oder die zentrale Bedeutung für die ländlichen Räume und ihre Entwicklung. Wir wollen unsere Landwirtschaft tier-, umwelt- und klimagerecht modernisieren. Wir wollen den Weg zu einer ökologischen und regional zentrierten Landwirtschaft entschlossen weitergehen. Dabei steht unsere Land- und Ernährungswirtschaft in einem internationalen Verantwortungszusammenhang. Der 2008 erschienene Weltagrarbericht hat einmal mehr deutlich gemacht,
dass über 500 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Auftrag der Vereinten Nationen und der Weltbank den Stand des Wissens über die globale Landwirtschaft und ihre Rolle für die Welternährung zusammengefasst haben. Und sie haben festgestellt, eine globalisierte, industrialisierte Landwirtschaft ist nicht in der Lage, das Grundbedürfnis von Milliarden Menschen nach ausreichender und ausgewogener Ernährung zu befriedigen. Die Zukunft liegt stattdessen auch bei uns in kleinbäuerlichen Strukturen. Die kleinen, die feinen und die flächengebundenen, oft Familienbetriebe, das sind die wichtigen Garanten und die größten Hoffnungsträger für eine nachhaltige Lebensmittelversorgung der wachsenden Weltbevölkerung. Die wichtigsten Elemente unserer Landwirtschaftspolitik sind, ich beschränke mich hier auf die Nennung der programmatischen Leitsätze, erstens Abschied von Agrarfabriken hin zu artgerechter Tierhaltung. Wir wollen den Trend zu immer mehr Großmastanlagen stoppen, denn auf längere Sicht kann es für unsere Landwirtschaft keine Perspektive sein, Fleisch als möglichst billig erzeugtes Massenprodukt zu setzen. Deshalb plädieren wir für einen maßvollen Fleischkonsum, bei dem Fleisch als hochwertiges, mit dem Respekt vor Tieren erzeugtes Produkt angesehen wird. Das ist im wohlverstandenen Interesse auch der Veredelung der Fleischwirtschaft, einem Begriff, den, wie ich zugebe, ich erst in diesem Haus gelernt habe. Nach wenigen Tagen bin ich mit zu der Verabschiedung eines Bauernpräsidenten gefahren und habe diesen Begriff Veredelungsindustrie an diesem Abend, ich schätze, so ungefähr 50 Mal gehört. Und mit Veredelung hat das wenig zu tun. Veredelung ist das, was wir in der Landwirtschaft wollen. Da ist als weiteres Regionalität vom Stall zur Ladentheke. Die Menschen wollen wissen, wo und wie Produkte unserer Wahl hergestellt werden. Und die Menschen honorieren zunehmend immer mehr die regionale Herkunft als einen wichtigen Qualitätsausweis. Der Trend zu regionalen Produkten eröffnet neue Chancen. Wir fördern die Regionalvermarktung, die Messedarstellung unserer Genussregionen in Essen und Berlin und schließlich der aktuell laufende Wettbewerb Meisterwerke, um herausragende Aktivitäten im Lebensmittelhandwerk zu identifizieren. Und dass ich auch an dieser Stelle das eine oder andere erleben durfte, hat mancher von euch, ich glaube, mit einem gewissen süffisanten Lächeln auf den Lippen zur Kenntnis nehmen können, als Bilder aufgetaucht sind, wie ich in einem wurstverarbeitenden Betrieb, auch durchaus da etwas gekostet habe. Nun, liebe Freundinnen und Freunde, ein weiterer Punkt ist der Bioboom. Der Bioboom muss genutzt werden, auch hier in Nordrhein-Westfalen. Es ist so, dass die Bioproduktion die Nachfrage hier nicht wirklich decken kann. Hier liegen große, ungenutzte Chancen für die Landwirtinnen und Landwirte in Nordrhein-Westfalen. Und im Rahmen einer Projektinitiative unterstützen wir aktuell die Ökoverbände zum Thema Tierwohl in ökologisch wirtschaftenden Betrieben. Ich will einen weiteren Punkt nennen, den wir in diesem Frühjahr erneut zu einer Bundesratsinitiative aufgreifen wollen, nämlich die Frage der gentechnikfreien Landwirtschaft. Es gibt die Möglichkeit für die Bundesrepublik, die sogenannte Opt-out-Klausel zu ziehen, das heißt, sich selber davon freizumachen, dass Gentechnik, dass grüne Gentechnik benutzt wird. Das hat Johannes bereits einmal versucht in den Zeiten der Minderheitsregierung. Und wir wollen, dass der Bundesrat oder im Bundesrat einen neuen Versuch unternehmen, vor dem Hintergrund, dass wir im März ja mit hoher Wahrscheinlichkeit, ich glaube, davon können wir ausgehen, eine weitere Agrarministerin oder wahrscheinlich einen weiteren grünen Agrarminister in der Runde der grünen Agrarminister begrüßen können. Wir sehen da eine gewisse Chance, dieses Mal Frau Aigner noch wirkungsvoller stellen zu können, die ja durchaus immer behauptet, auch vor dem Hintergrund der Widerstände in Bayern selber auch dagegen zu sein. Und ich hoffe, dass das eine interessante und spannende Auseinandersetzung vielleicht auch mit Erfolg wird im März, wenn Johannes im Bundesrat uns vertritt und für die Opt-out-Klausel hier auch in der Bundesrepublik kämpft. Applaus
Und lasst mich einen weiteren Punkt nennen. Nachhaltige Landwirtschaftspolitik ist auch engagierte Klimaschutzpolitik. Landwirtschafts- und Klimaschutzpolitik sind Zwillinge. Ob Landnutzung, Tierhaltung, Fleischkonsum oder Warentransport, was auch immer Landwirte und Landwirtinnen tun. Es ist klimarelevant. Und umgekehrt, jede Klimaveränderung hat dramatische Auswirkungen auf unsere Land- und Ernährungswirtschaft. Unser primäres Ziel ist es in diesem Zusammenhang, in städtischen wie ländlichen Räumen Treibhausgase zu reduzieren, den Ausbau erneuerbarer Energien zu forcieren und energieeffizienter zu wirtschaften. Mit Blick auf die Herausforderungen der Landwirtschaft beim Klimawandel gewinnen allerdings hierzulande auch Erosionsschutz und Bewässerung an Bedeutung. Und ich glaube, wir werden uns in den nächsten Jahren, so bitter das ist, mit dem Thema Klimaanpassung insgesamt noch weiter und intensiver beschäftigen müssen als bisher. Denn alles, was man in den letzten Wochen nochmal auch zu den Temperaturanstiegen lesen konnte, ist doch, glaube ich, oder lässt angeraten sein, sich neben den Bemühungen um die Reduzierung der Treibhausgase auch mit der Frage der Anpassung weiter zu beschäftigen. Lasst mich ein ganz wichtiges Thema noch ansprechen. Das ist GAP, das ist die Agrarreform auf der EU-Ebene. Und wer die letzten Tage aufmerksam in diesem Themenbereich verfolgt hat, weiß, dass der Grundsatz öffentliches Geld für öffentliche Güter, der unter anderem damit begründet war, dass 7% der Fläche ökologisch nur bewirtschaftet werden durften, die Landwirte sagen, oft stillgelegt werden müssen, das stimmt aber in dieser Form nicht, dass der schon wieder durchbrochen werden soll mit Aufweichungen 2, 3, 5% in den nächsten Jahren und nicht 7%. Also das sogenannte Greening, um das es geht. Und das ist ein entscheidender Kampf. Es ist ein entscheidender Kampf, ob wir weiter die Direktförderung der Landwirtschaft in der bisherigen Form machen oder aber ob wir das öffentliche Geld an die Leistung für die Allgemeinheit koppeln, auch an die Leistung unter anderem der Artenvielfalt und an die Leistung einer ökologisch orientierten Landwirtschaft, einer an den Ressourcen orientierten Landwirtschaft. Und deswegen wird das eine zentrale Auseinandersetzung in den nächsten Wochen sein. Und die Bundesrepublik, die Agrarministerin, spielt an dieser Stelle keine gute Rolle, sondern sie fällt uns bei diesen Bemühungen in den Rücken, obwohl es einstimmige Beschlüsse der Agrarministerkonferenzen in Suhl und Kloster Schönthal zu diesem Thema gegeben hat, an denen Johannes wesentlich mitgewirkt hat. Lasst mich noch einige Worte sagen. Ich will es nicht zu lang werden lassen, zu der Frage der Industriepolitik und der Industrieregionen in den ländlichen Räumen. Johannes hat dazu schon einiges gesagt. Er hat auf die bedeutende Rolle von Südostwestfalen hingewiesen. Es sind auch andere Gebiete in diesem Bundesland, die ganz erheblich arbeiten. Wenn wir in den nächsten Jahren uns mit der Industriepolitik oder der Gewerbepolitik in den ländlichen Räumen beschäftigen, dann gibt es verschiedene Ansätze, dies zu tun. Der erste ist in der Tat die schon genannte Energiepolitik und die Möglichkeit der dezentralen Energieversorgung, die übrigens auch für einen Teil der mittelständischen Betriebe in absehbarer Zeit, das ist meine feste Überzeugung, ein Standortvorteil werden kann und ich glaube auch werden wird. Sich dezentral gut mit Energie zu versorgen, wird in einigen Jahren ein absoluter Standortvorteil deswegen sein, weil von Energieimporten abhängig zu sein, auch durchaus hohe Risiken bildet. Der zweite Punkt ist, was ich in den letzten 6 Monaten gelernt habe, wir unterschätzen Gewerbebereiche, Industriebereiche, die nicht immer so im Fokus stehen wie die Automobilindustrie oder die Chemieindustrie. Ich will als einen Bereich nennen das Cluster Holz. Das Cluster Holz, das in Nordrhein-Westfalen, wenn man alles zusammenzieht, mehr Arbeitskräfte bindet und mehr Arbeitskräfte stellt als die Automobilindustrie. Und ich will als ein zweites nennen die Gartenbauwirtschaft, die, das hat gerade ein jüngst in unserem Haus vorgelegtes Gutachten gezeigt,
Mehr als die Hälfte der Arbeitsplätze bietet wie die Chemieindustrie, die immerhin in Nordrhein-Westfalen der größte Industrieteil ist. Ich glaube, wir sind klug beraten, wenn wir diese Bereiche stärken, wenn wir also die Stärken stärken und nicht nur über die Schwächen reden. Und dazu wird es dann auch weitere Bemühungen geben im Rahmen der Cluster, im Rahmen der gesamten Förderung. Da bin ich mir sicher, auch in der nächsten Periode. Wir haben, auch darauf ist schon hingewiesen worden, eine erhebliche Gefährdung unseres Naturerbes. 40% aller Arten sind vom Aussterben bedroht oder stehen kurz davor. Und da schließt sich der Kreis auch zu der Landwirtschaft, auch zu der Frage des Umganges mit unseren Ressourcen und auch in der Tat zum Tourismus und der Lebensqualität. Es ist nicht nur ein Wert, den wir der Natur schulden, sondern es ist auch eine Frage, welches Umfeld wir insgesamt für uns, für unsere Kinder bereithalten wollen, dass wir hier in Nordrhein-Westfalen das Naturerbe schützen, dass wir die Arten erhalten und im Übrigen, dass wir den Flächenverbrauch stoppen. Nach wie vor ist es so, dass er zu hoch ist, auch wenn er bis 2008 15 Hektar war und inzwischen rund 10 Hektar täglich. Er ist zu hoch und wir müssen ihn stoppen. Und auch das gehört zum Thema, wie können wir unsere Kommunen im ländlichen Raum so organisieren, dass wir Kernorte stärken, dass wir gleichzeitig auch Lebensqualität stärken und dass wir die Allianz für die Fläche stärken. Lass mich zum Schluss sagen, im Mittelalter hieß es, Stadtluft macht frei. Wer sich heute umsieht und wer manchmal aus der Luft der Städte ein bisschen frische Luft herausatmen will, der weiß, auch Landluft macht frei. Landluft kann die Gedanken anregen. Und wenn wir den ländlichen Raum, die ländlichen Räume so nutzen, dass wir sie als Stärkung begreifen, als Innovationsregion anderer Art, dann glaube ich, haben wir alle dabei gewonnen. In diesem Sinne, guten Verlauf für die heutige Tagung und ich erhoffe mir viele Anregungen.